Guten Morgen. Es ist noch früh am Morgen, der Mond scheint noch hell. Und dies wird eine Videoantwort für Stefan 123321. Normalerweise würde man ja reguläres Nachttischlicht anmachen. Ich aber tue mit meinem Bushlight 2.0 Strom sparen. Dies ist das rote Licht. Ich stehe jetzt gerade vorm Spiegel. Das Rot hält die Nachtsichtfähigkeit. Also wenn ich nachts mal kurz auf Klo muss und danach das Licht wieder ausschalte, behalte ich doch eine hohe Empfindlichkeit der Pupillen bei. Wenn ich aber morgens aufstehe und möchte mehr sehen als nur den direkten Nahbereich von 1, 2 Metern, dann kann ich auf Grün umschalten. Und obwohl das gleich viel Strom verbraucht, ist es aber wesentlich heller für das Empfinden der Augen. Im Nahbereich bis 2, 3 Meter reicht dieses Licht voll aus. Es verbraucht noch nicht mal 50 Milliampere-Stunden. Und ich habe es mit einer Kordel versehen, sodass ich also das um meinen Nacken tragen kann. Wenn ich die Kordel etwas verkürze, dann ist es auch eine Stirnlampe. Ich habe damit die Hände also frei. Und hier bei dem Licht einer billigen Cree für eine einfache Batterie kann man dieses aus einer Kaugummidose hergestellte Buschlight noch einmal kurz sehen. Ich habe Spritzwasser geschützt durch PET-Flaschen aus einem Smoothie. Hier ist mein Umschalter, der Einschaltschutz hat, indem er abgesichert ist. Ich kann also nach rechts schalten, für rechts, für rot, kann man sich gut merken. Fängt beides mit R an und links für grün. Und wenn man das mal vergleicht nochmal, das Rotlichte wirkt weniger intensiv, reicht aber nachts, wenn die Augen ans Dunkel gewöhnt sind, aus. Das Grün ist bei gleicher Stromstärke wesentlich heller für das Empfinden, sodass die Kamera sogar runterregelt. Natürlich hat diese Lampe Tailstand-Fähigkeit, muss ich mal mit einem Smile sagen. Aber sie ist einfach leicht. Extrem leicht, hat drei AAA-Akkus drin und demnächst möchte ich dieses Licht updaten mit einem 18650er Akku und das ist die Vorbereitung dafür. Da gibt es dann wahrscheinlich noch ein Video. Das sieht dann nochmal optisch schöner aus als dieses Gerät. Und soll auch noch mehr Funktionen bekommen. Zum Beispiel als eben integrierte Powerbank. Also dann, Stefan. Ich hoffe, dass dir diese ungewöhnliche Videoantwort gefällt. Das Thema LED im Bushcraft-Bereich, aber insbesondere auch mit anderen Farben, bleibt weiterhin interessant und spannend. Ich finde es toll, dass einige Hersteller das erkannt haben und auch Lampen bauen mit anderen Farben. Meine persönliche Lieblingsfarbe ist das Amber, was einem Kerzenlicht sehr stark nahe kommt. Und wenn man Amber mit Warmweiß oder Weiß mischt, gibt es auch ein sehr angenehmes Raumlicht. Zum Beispiel auch zum Lesen.